Hallöchen, ihr Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, GTA Online, würde ich sagen. Hier ist der Sachi in groß übrigens. Ich habe dir gerade eine Großaufnahme, das sieht ganz cool aus. Rede ich mal zu mir. Sehr gut, sehr gut. Sieht wirklich ein bisschen aus wie du. Ja, ein bisschen. Kann man echt vermuten. So, und ich stehe hier gerade mit so einer Scheißkarre. Wir haben jetzt den Server gewechselt auf einen privaten Crew-Server, weil ihr habt ja gesehen in den letzten Folgen, es ist unmöglich, überhaupt irgendwas zu machen. Es ist unmöglich. Genau, wir sind jetzt private, for private, und hier zocken nur wir. Ich würde den Wagen gerne klauen. Ja, will ich klauen unbedingt eigentlich. Da komme ich mit, warte. Und warte mal, ich muss mein Handy auspacken und ich muss jetzt mal gucken, nicht... Kann sein, dass... Alter, der will mich doch nicht einfach... Der will mich rausziehen. Aua! Ey, der will es wirklich wissen, glaube ich. Ja, nimm mich doch mit. Ich will den jetzt nicht umhauen, sonst habe ich gleich den Kopf am Arsch, weißt du? Komm, steig ein. So, nicht gegen... Schönes Fahrzeug. Wir müssen auch den Tobi holen. Und da vorne ist ein Laden. Tobi, lass uns da im Laden treffen. Komm zu uns. Ich bin schon unterwegs. Ich bin hinter euch. Ach, geil. Links, Erik. Links. Okay, das ist Tobi. Ich habe leider eine andere Markierung. Ich habe noch deine Markierung drin. Ja, fahr geradeaus. Ach, da ist der Laden. Okay. Genau, ganz um die Ecke quasi. Ich hoffe, der hat meine Muni gesaved, die ich mir gekauft habe. Sonst schlage ich irgendwie tot. Oh mein Gott, ich bin so froh, dass wir jetzt mal in Ruhe einmal spielen können. Auch wenn es echt mit anderen Spielen Spaß macht. Wir werden da immer hin und her wechseln. Zwischendurch, wenn wir es schaffen wollen, müssen wir dann halt mal hier auf den Servern spielen. Also ganz ehrlich, es macht auch echt nur Sinn, wenn wir Munition und richtig gute Ausrüstung haben, dagegen andere Spieler anzustinken. Boah, geiles Motorrad. Stell mich gleich so hin. Boah, Hammer. Ich werde übrigens zwischendurch auch privat spielen, auf jeden Fall. Das habe ich gestern schon gemacht. Hey, Tobi. Hallo. Warte, komm, wir machen jetzt einfach mal schnell einen Raub. Wenn wir die Zeit dafür haben, ne? Das ist halt so eine Sache. Knallt ihr den Typen immer ab? Nee, aber ich schieße mal daneben. Genau, weil wenn ihr den nämlich abknallt, habt ihr 3 Sterne dann. Oh Alter, Scheiße, du Idiot, das gibt's doch echt nicht. Das wollte ich nicht. Ey, du hast mich schon zum zweiten Mal umgeboxt. Alter, der hat dich einfach weggeboxt, weil du neben mir standest. Geh zur Kasse. Gar nicht, du hast auf B gedrückt. Nein, ich wollte in die Flaschen schießen, Mann. Ey, jetzt habe ich schon alles Geld verloren, was ich mir eben wieder geholt hatte. So, Tobi, halt mal nach Kopfausschau. Oh mein Gott, Alter. So, noch ist clean hier. Oh mein Gott. Alter, was? Noch ist clean? Was zum Teufel? Das wird auf jeden Fall... Da kam gerade eine Tusse und die hat auf mich geschossen, so eine... Ja, auf mich, Alter, auf mich auch! Was ist das für ein NPC! Einfach ein NPC! Alter! Hä? Warte mal, hier ist die Kohle, vielleicht kann ich die mitnehmen. Nimm die Karre auf jeden Fall. Ja, kann ich jetzt nicht mehr. Shit. Boah, die schießt auf die Cops, die Tusse. Wo ist die Kohle? Wer ist das? Wieso hier. Macht ein NPC... Was macht denn der NPC? Ah, jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Geld. 200 habe ich wiederbekommen. Hä? Ich hatte auch wegen guter Führung Geld bekommen und ich musste jetzt schnell mein Handy-Telefonat mal eben machen. Ein Telefonat hast du ja frei. Wegen Versicherung. Wo kann ich denn anrufen? Wo muss ich denn da anrufen? Shit. Bei Kontakte. Was ist denn nur aus GTA Online geworden? Hier, da muss ich anrufen bei der Versicherung. Moment, einmal kurz hier. Ich muss ein Telefongespräch führen. Achtung. Blutet. Zion Cabrio kriege ich $812 nur für. Ach nee, dann habe ich das jetzt wieder. Ah, wie geil. Okay, und jetzt muss ich mein Auto holen. $812. Hey. Freunde, ich muss meine Karre holen. Da haben wir wenigstens ein Auto, was nicht gesucht wird. Hä, da liegt ja eine Frau. Erik? Okay, ja, ich bin neben dir. Bist du genau am Start bei der Aktion? Ich bin genau neben dir. Am Start. Ich hol gerade mein Auto schon und werde von den Bullen gejagt. Geh da zu Fuß hin, ohne Scheiß. Deck mal die Knarre weg, übrigens. Oh ja, das ist eine gute Idee. So, komm, dann joggen wir eine Runde. Ich hab übrigens Rache genommen an der Alten. Das ist gut. Jogging-Simulator, 2011. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall liegt die jetzt mit ihrem Schlüpper auf dem Bürgersteig und bedient Penner. Wahrscheinlich sind das so eine Art Bots oder so. Tobi, bevor du da reingehst, sag noch Bescheid, ne? Ich bin schon auf der Flucht gerade. Auf der Flucht? Ja, ich habe mein Auto wieder geklaut. Oh, das ist doch auch ein Auto von uns gewesen hier, Gronkh, oder? Nee, das war nicht unseres. Das steht einfach nur so rum. Wollen wir das klauen? Sollen wir? Ich dachte, wir joggen dahin. Ja, ich weiß, dauert ein bisschen lange. Und außerdem fällt es gerade nicht auf, ist gerade kein Cop um die Ecke. Was machst du da? Sorry, ich dachte, wir haben fahren. So fährst du? Ich wollte Gas geben einfach. Oh, du musst mir sagen, wohin? Links, aber schnell. Ich glaube, ich habe da ein paar Leute ziemlich genervt. Oh, okay, links. Ich glaube, wir werden verfolgt von Gangstern. Rechts. Ach so, rechts. Das andere links. Hä? Nee, links bist du ja schon gefahren. Jetzt links in dem Fall natürlich. Alter, ne? Wir haben nirgends Ruhe. Alter, jetzt spielen wir schon links, offline. Links. Jetzt spielen wir schon offline, also rechts hier. Links nochmal. So, den Laden lassen wir jetzt erstmal einmal außer Acht oder sollen wir den schnell mitnehmen?
Nee, lass erstmal die Karre holen. Rechts. Ich gebe dir den Tipp. Rechts. Ah, nee, du hast ja versichert. Das ist ganz gut. Ja, ich habe die wieder versichert. Ich habe die zurückholen lassen über die Versicherung. 815 Dollar oder so hat das gekostet. Weil ich habe schon mal eine Karre geschrottet, als ich den Laden überfallen habe. Da ist er doch, der Schöne. Entschuldigung. Den müssen wir uns jetzt klauen, weil ich kann nicht die Nummer bezahlen. Deswegen wird es eine Aktion. Ah, da vorne steht er. Da steht er, ne? Geil. Hammer. Schön. Bleib mal stehen. Ist eh viel schicker, Alter. So, ich habe ja einfach mal eingeparkt. Boah, schön. Wenn das ein echt so könntest. Nee, das. Doch, das ist er. Das ist er ja tatsächlich. Er ist wieder da. War das ein Cabrio? Ja, das ist meiner. Oh. Komm, ich steig mal mit ein. Alter, endlich mal legal Auto fahren. Haben wir ein gutes Fluchtfahrzeug. Brauchen wir nur noch die Papiere für unsere Personalie. Okay. Lieber Tobi, sollen wir uns hier vorne bei dem Laden treffen? Weil wir müssen ja Kohle jetzt mal die Folge machen, oder? Erstmal. Und dann machen wir nächste Folge Mission oder so. Aber jetzt klappt's wenigstens irgendwie, ohne dass wir von 15.000 Spielern umzingelt werden. Ich muss mir gerade mal kurz einen Punkt setzen, Moment. So, am besten mit dem Wagen immer schon mal in Fluchtrichtung parken und nicht hinter den Bäumen. Ich mache das immer mit der Wagentür, versuche ich immer möglichst da. Aber wir sollten probieren, aufs Dach zu kommen. Sollen wir nicht erstmal checken, ob der ein Dach hat? Das ist nicht besser. Ja, da können wir aufs Dach flüchten. Das ist der Trick 17. Weiß ich vom Tobi. Bullen? Hier können wir auch in das Carwash drüben flüchten. Hier mach ich das einfach mal ins Carwash. Warte mal. Okay. Ich will mal kurz hier den Laden abchecken. Erstmal komm, wir starten im Bruch, da müssen wir uns jetzt mal den Laden genau angucken. Der Tobi braucht doch eh noch ein bisschen. Wir können einfach rüber ins Carwash fahren. Hier, guck mal, hier kommen wir hoch. Einfach aufs Dach legen. Hier hinter kannst du einfach aufs Dach. Super. Wo ist denn die Leiter? Hier hinter dem Gebäude. Okay. Ja, soll ich machen? Ja, wir machen das zusammen. Komm. Dann können wir den auch schneller einschüchtern. Ich darf. Ja, wir müssen nur gucken, weil wenn wir schießen. Ja, halt bereit. Nicht mich. Nee, du hast B gedrückt. Okay. Nee, ich hab noch gar nichts gedrückt. Ihr dürft euch nicht nebeneinander stellen, ihr müsst hintereinander stehen. Genau. Schieß mal ein bisschen hinter ihn. Dann kannst du ihn mehr einschüchtern. So. Und dann halt mal die Knarre auf ihn. Nimm du dir mal die erste Kohle. Genau, halt die Knarre auf ihn, ich laufe mit der Beute weg. Okay, bist du bereit? So, er ist total eingeschüchtert, yo. Ja, und so, pass auf. Ich muss es... Nein, Alter, du bist genau in den Schuss gelaufen. Der hat mir doch gerade schon die Beute gegeben, warum schießt du noch? Der war doch schon komplett eingeschüchtert. Ich wollte den töten, der macht das auch nachher noch. Nein, der tötet dich doch nicht. Egal, dafür habe ich jetzt... Oh, da bin ich tot. Bewaffneter Räuber, außer Gefecht, von der Straße, ein Schuss von den... Alter, ich wollte eine Auszeichnung, neue Tätowierung klauen. Ich nehme jetzt meinen Laden allein auseinander, Alter, das kann doch nicht sein. Ey, ich wollte den erschießen, du bist genau in meinen Schuss gerannt. Dann erschieß den doch nicht, du musst ihn nicht erschießen, da kriegst du 3 Sterne, wenn du den erschießt. Ja, aber wenn wir den nicht erschießen, zückt er gegebenenfalls die Waffe und knallt dann uns. Dann musst um. Du rückwärts rausgehend Knarre auf ihn gerichtet halten. Ja gut, das war aber auch problematisch, weil da 15.000 Bullen schon drin waren. Ich bin ja direkt beim Rausgehen erschossen worden. So, ich hoffe, ich krieg jetzt keinen Stern, weil die Bullen da sind. Tobis Karre sieht ganz gut aus, nehme ich mal mit. Schade, dass ich noch keinen Selbstzünder habe. Den kann man nämlich auch kaufen später. Auch geil eigentlich. Ja. Was fährt die denn? Boah, wo mein Fahrzeug jetzt wieder steht, ist ja eine Katastrophe. Was vor Polizei braucht, da keine Angst haben. Ich glaube, die wollen nur mich. Okay, das ist gut. Ich markiere mal ganz kurz. Wir können mal ganz kurz unabhängig ein paar Läden abklappern. Wie der Krog mir das so in die Flinte. Immerhin habe ich jetzt die Kohle noch. Das ist ganz gut. Ja, sehr gut. Toll. Hat sich gelohnt, der Bruch. Aber die Nummer. Wir teilen ja eh sonst. Ja, ist kein Problem, wenn immer jemand in Bredouille gerät. Sorry, Alter. Ich bist mir einfach echt ein Schuss, war nicht absichtlich. Nee, macht ja nichts. Aber du brauchst mich echt ja nicht erschießen. Auch K.O. geschlagen. Ja, aber sind wir eh quitt. Nee, du brauchst ihn aber echt nicht erschießen. Geh nur rückwärts mit der Knarre raus. Wenn er die Knarre zückt, dann kannst du ihn erschießen. Ist die besten Einbrecher. Ja, aber echt, ey. Profi-Gangster. Voll die Panzerknacker einfach. Bei GTA Online gibt's auch Prostituierte. Ja, na klar, es gibt auch Stripclubs. Mhm, aber bei Stripclubs haben die was an, wir müssen nicht auspixeln. Echt? Ja, es ist ein Traum. Hey, was? Ah, das ist ja interessant. Da freue ich mich erstmal über Klamotten. Ach, Alter, da will wir doch shoppen gehen. Unsere Shopping-Queen, Alter. Nee, ich will, was ich mir noch sagen muss. Wie kann ich jetzt Geld auf die Bank überweisen mit dem Handy? Das weiß ich auch nicht. Erich. Du weißt es doch. Mit dem Handy und dann gehst du auf Finanzen und Dienstleistungen. Ey, wieso kommt die Nutte nicht? Ja, genau. Die und dann kannst du nicht ansprechen. Online-Banking. Gibt's keine Finanzen und Dienstleistungen? Natürlich, beim Handy ins Internet und da Finanzen und Dienstleistungen. Okay, achso, Internet habe ich vergessen. Entschuldigung. Das wäre vielleicht nicht schlecht. War vielleicht ein Hinweis. Okay, und dann ist es die Maze Bank. Genau, es gibt ja eh nur die eine da. Und da kannst du direkt Einzahlungen machen. Hallo, Play cool. Massive. Einzahlen. Blöd, dass ich noch nichts zum Einzahlen habe. Nehmen zahle mal 1734 ein. So, und jetzt habe ich kein Geld mehr, aber ich habe ja Munition und muss noch einen Laden auseinandernehmen. So, einfach zurück aus dem Netz.
Ey, oh, Nutte, ich fahr Monster Truck, ey, ich hab einen kleinen Penis. Wer ist das denn? Wer ist das? Ah, das ist der Turbinator, alte Socke. Hallo. Kommst du mit, dann können wir mein Auto schnappen. Das ist da vorne. Bisschen Jogging noch. Da ist wie vorsichtig wir jetzt mit Diebstahl und so geworden sind, ne? Überhaupt nicht. Ach, steht das jetzt hier auf dem Hof wieder vom Schrottplatz? Ja, genau. Eine asoziale Aktion ist das denn? Da kaufst haben du sie, haben sie abgeschleppt? Zurück. Ja, klar. Schweine. Und hier kommt man nicht rüber. Wie können wir dann jetzt einbrechen, Tobi? Siehst du das? Ich glaube, da brauchen wir ein Auto für, weil wir dann über den Zaun springen müssen. So, ich kam überhaupt nicht down. Da gib die Kohle raus. Warte mal. Hier um die Ecke rum. Ja, genau. Und dann da oben. Ah. Da kommt man rüber. Aber wir kriegen 2 Sterne, wenn wir das jetzt machen, ne? Ja, müssen wir aber. Ich will meine Karre zurückkriegen. Also. Komm schon. Ja, beeil dich. 2 Sterne. Hier, der da ist das, ne? Das Problem ist natürlich, dass wenn wir jetzt... Alter, was ist denn da los? Was sind das denn für Wachmänner? Wie kommen wir denn jetzt aus dem Wagen raus? Durchs Tor? Ja, einfach stehen bleiben, kurz vorm Tor, das geht auf. 3 Sterne, fuck! Okay, das geht auf. Wieso hab ich jetzt 3 Sterne? Scheiße, ich bin am Arsch. Okay, das ist ja nichts Neues. Am, nicht im. Achso. So. Ja, dann ist es was Neues. Wow! Und dann noch mit diesem scheiß lahmen Jeep, Tobi. Kann ich hier nicht reinfahren irgendwie, Tobi? Nee, das ist eine Garage, die du kaufen musst. Ah, okay. Die sind aber auch arschteuer, die Dinger. Also ich frage mich, wie man das zusammenkriegen soll. Oh Mann. Dann hängen wir die mal ab, die Penner. Wir haben ja wenigstens eine halbwegs gute Karre. Hat sich gelohnt, die wieder zu holen. Ja, das ist eine schöne Kiste auf jeden Fall. Auch wenn das nicht vorne nicht geht. Nein. Beeil dich. Ich glaube, das war's schon fast. Fahren wir mal kurz in die Walachei. Und meine Walachei, ne? Dein Walachei ist... Walachei ist dein Lieblingswort, der war nice, oder? Der war sehr schön. Guck mal, hast du Angst, Tobi? Hast du Angst? Nee, ist ja dein Auto. Oh. Ich respawne einfach. Boah, fuck it. Was macht der denn da? Frag besser nicht. Ich sag zum Tobi, hast du Angst? Nee, überhaupt nicht. War eigentlich lustig. Auf den Bahnschienen zu heizen ist super. Okay, auf zum nächsten Geschäft. Hat euch der Zug erwischt? Auf zum nächsten Laden, oder? Ich markiere mal einen, warte. Ja, mach das mal. Brauchst du dich wirklich Karte zu machen, während ich hier am Auto sitze? Ich fahre hier wieder durch die Tunnel. Boah, fuck it, ey, die Scheiße. Alter, wow! Kommt da so ein Zug auf einmal. Ey, eben als ich hier im Tunnel war, kamen gar keine Züge. Boah, ich gebe gerade richtig Vollgas hier. Der Wagen sieht schon sehr schön aus, oder? Ich habe keine Reifen mehr drauf. Jetzt ich fahre auf 3 Felgen, Alter, das werde ich niemals überleben. Ich hatte mal, als ich ihn nicht aufgenommen habe, so einen Burnout mit so einem Mustang gemacht, sind mir beide Hinterreifen weggeplatzt. Beide. Ja, das hatte ich auch in der Aufnahme zum Glück. Als ich auf euch gewartet habe, auf einen Auftrag. Alter, ich kann mit dem gar nicht mehr fahren. Okay. Der Wagen ist wie tot. Shit, wir kommen hier nicht raus. Wir müssen echt weiter durch den Tunnel. Alter, ich habe doch so Überfälle schon 1000 Mal gemacht. Wieso kriege ich jetzt 3 Sterne? So geht's natürlich auch. Sehr schön. Ich kann nicht mal mehr geradeaus fahren. Hey, Schnucki. Parkplatz treffen. Treff und Barplatz. Kommst du mit? Hui. So, jetzt mach dich bereit, Tobi. Halt dich fest. Oh. Boah, fuck it. Fuck. Da denkt jeder, der macht jetzt so einen richtig geilen U-Turn oder so. Aber erstmal voll in die Hauswand, so wie es sich gehört. Obwohl, ich muss ja mit der Karre aufpassen. So, wo seid ihr? Was macht ihr gerade, Freunde? Was Wir fahren zum nächsten, zum Überfall. Da, wo wir sind, ist der ziemlich genau. Sollen wir noch auf dich warten? Ja, warte, ich komme. Ich organisiere mir gerade ein neues Auto. Alter, jetzt warte doch mal, der fährt über Rot, das macht man doch nicht. Ja, bis dahin haben wir den Laden ja schon aufgenommen, dann treffen wir uns beim nächsten. Ja, mir ist das Wurst. Oder? So, Wagen habe ich organisiert. Wo geht's hier rein? Hier um die Ecke rum. Hier, warte, hier. Ah, das ist der. Ich dachte, der Mexican Store wäre es gewesen. Genau, der hier ist es. Geh, Tobi. Ich schieß dir da mal in den Rücken. Ich habe keine Muni mehr. Dir da mal in den Rücken? Was ist das für eine Ansage? Komm, gib die Kohle. Ich habe keine Kohle mehr. Also, ach, da hinten so seid ihr irgendwo. Hey, Girlie, mach das mal, du kleine Chica. Ich bin eine richtige Assi-Braut. Andale, Kleines. Jetzt haben wir schon 3 Sterne, jetzt können wir noch rumballern, glaube ich. Okay. 3 Sterne, viel Spaß. Ja, schnapp dir die Kohle, komm, Alter, schnapp dir die Kohle. Schnapp sie dir, du hast weniger wie ich. Schnapp okay. sie dir. Und weg. Ich hab sie. Sehr schön, danke. Okay, jetzt ab in die Karre. Spring ruhig rein, fahr ruhig, wenn du magst. Boah, der Heli ist schon da, scheiße. Den haben wir natürlich beschissen positioniert, den Wagen.
Oh, aber es geht. Hier ist eigentlich ganz cool. Das war ein gelungener Raub. Genauso muss man es, glaube ich, machen. Oh. Ich bin auch dafür, den Typen zu erschießen. Ja, die lenkt nicht mehr so. Nein. Ne? Den Typen zu erschießen bringt ja meistens 3 Sterne. Macht das aber schon. Wir hatten gerade eh schon 3 Sterne. Ja, das hast du sonst nur. Normalerweise hast du 2, ab und zu mal 3. Ich weiß noch nicht genau, warum. Wir waren besonders aggressiv. Jetzt kann ich mir endlich Munition kaufen bald. Entschuldigung. Nur den Heli loswerden irgendwie. Ach, ich habe ja auch Geld überwiesen noch. Ich habe jetzt so 2.000, 3.000 Dollar. Ich bin fast reich. Aber wenigstens habe ich auch ein Auto. Im Gegensatz zu euch. Was gleich nicht mehr so gut aussehen wird. Hä? Aber das Gute ist ja, wenn die Karre explodiert, zahlt die Versicherung, ne? Oh Gott! Läuft bei dir. Ja, schön, mein schönes Auto. Ah! Boah, ich habe die Augen zugemacht. Alter, was? Alter, weg! Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sollte man sagen, der Tobi fährt besser als ich, ey. Aber mir gefällt dein Fahrstil sehr. Boah. Alter, das ist voll die Quetschkarre geworden. Die sieht so aus wie Gronkh in Folge 5 oder so. Ui. Vor allem von vorne hat der komplett neues aerodynamisches Design. Hast du hinter uns im Blick, wenn von hinten hinzukommt? Nö. Okay, gut. Ich mache hier gerade Cinematic-Ansicht, aber ich kann das mal probieren gerade. Moment mal, ich mache eh mal weiter weg. Ja, glaub, so ich kann höre, ich das sehen. Ich glaube, ich höre gerade die Bullen bei euch. Nee, das sieht ganz gut aus. Wir können sogar im Tunnel bleiben eigentlich. Oder? Ich guck mal nach hinten, ob dann zukommt, nur nach vorne. Lass uns hier drin bleiben, weil die erwischen uns die nicht. Und dann war es ein gelungener Raub, Alter. Wie aus dem Bilderbuch. Wenn wir sowas mal hinbekommen haben. In der Zeit schlürfe ich mal kurz einen Eistee. Ja, wir haben es geschafft. Sauber. Achtung, Zug von hinten! Nee. Steig aus. Steig aus, gute Idee. Ey, der Wagen ist super. Super, wir haben 2.000 Euro gewonnen und einen Wagen zum Totalschaden von 20.000 Euro. Schon wieder 3 Sterne, Alter, das gibt's doch gar nicht. Warum krieg ich mal 3 Sterne? Weil du immer mit geklauten Karren vielleicht rumfährst? Nee, ich überfalle ja gerade wieder einen Laden. Oh, Alter! Was war das denn? Okay, scheiß auf die Karre, oder? Warte mal, krieg ich den noch rum irgendwie? Ja, du kannst den Schildkrötentrick machen. Boah, so. Wollen wir den mal zum Reparieren fahren? Das klappt bei meinem Fahrzeug auch immer. Ja, da vorne ist doch direkt Reparaturstation. Ich glaube, er hat es verdient. Das kostet einiges, ne? Wie teuer ist denn das? Ich weiß, ich glaube 600 oder so kostet ja, das. Ja, müssen wir investieren, Alter. Guck dir den Wagen mal an. Was hast du denn? Sieht doch gut 600, aus. 600. Wenn ich in echt so eine Reparatur für 600 bekommen würde, wäre ein Traum. Boah, was meinst du, wie die Leute mit ihren Autos umgehen würden? Für 600 Euro einfach mal Totalschaden, den Wagen. So, shit. Achso, also, ich soll ja bezahlen, ne? ich hab noch 1000 Dollar. Warum? Ja, weil ich die ganze Zeit gestorben bin vorhin. Aber du hast es auf der Bank hoffentlich, oder? Noch ein bisschen? Ja, natürlich. Okay. Ein bisschen was. Ich wollte auch mal Geld auf die Bank überweisen. Aber bei dem. Fahrzeug reparieren. 600 hast du ziemlich gut getippt, Alter. Ist das nicht, wenn du eine Versicherung hast, bezahlt das nicht die Versicherung, wenn das Auto kaputt ist? Nö. Ich glaube nur, wenn es ein Totalschaden ist und brach liegt, oder? Achso. Okay, sollen wir den Erik mal abholen? Warte, ich versteck mich. Ich hab 3 Sterne, versteck mich gerade. Panda Pussy, neues Make-up. Ich glaube, ich stehe hier einigermaßen safe unter einer Brücke. Überall schwärmt es mit Bullen. Aber ich glaube, die hier finden die mich nicht. Ich weiß selber nicht, wo ich bin. Kannst du mal markieren, Tobi, wo der Erik ist? Dann fällt's hier mal hin. Ja. Kann ein bisschen dauern, bis die Sterne weg sind. Okay. Da ist er. Das sind 3 Sterne Deluxe. Oh, da können wir in die Bahn schienen, aber da müsste ich den Wagen wieder verschrotten. Ich bin auch ganz unten irgendwo im Kanal. Ich glaube, der ist da, wo wir auch gerade waren. Kann das sein? Ja, in der Nähe, ne? Im Abfluss bin ich hier, war der Laden. Hier war der Laden, den wir gerade überfallen haben. Den habe ich auch gerade überfallen. Der arme Sack. Der arme Kerl. Yeah! Ey, bist du hier? 3 Sterne los. Ey, du bist da drunter, unter dem Brücke. Unter ja. Genau. Warte mal, ich mach mal ganz kurz Finanzen und Dienste. Okay, warte, ich pack dich ins Auto. Steig einfach in die Karre ein. Ja, warte, ich mach ganz kurz die Überweisung. Ist der da unten drin? Ja, im Kanal, glaube ich. Da hinten. Bist du in dem Wasser? That's what she said. So, warte. Menü. Ich hab kurz die Überweisung gemacht. Sorry, oh, da seid ihr ja. Ich steig mal oben zu euch, ja? Was hast du eigentlich mit meinem Auto gemacht? Der Jeep war voll scheiße. Hä? Spring rein, Mann. Ja, der steigt nicht. Ich fahr mal kurz ein bisschen vor, okay. Bitte. Also jetzt müsstest du hier rein. Ach, der Tobi muss vielleicht erst aussteigen. Oder ist das nur ein Zweisitzer? Das sind 2 Sitzer. Nee, aber hinten hat der noch 2 Sitze. Nee, da macht er irgendwie nicht. Notsitz hat er. Ich steig mal aus. Also ich steig auch mal aus, genau. Vielleicht kannst du da hinten rein. Nee, dann steigt der automatisch vorne ein. Das sind 2 Sitzer.
Ist ja behindert. Beisitzer. Ja, komm, wir fahren. Nehm ich das hier, das ist auch schön. Doch, ganz cool. Der Tobi surft oben drauf. Bei Saints Row, ne? Oh, toll, jetzt hab ich einen Bullenstern, Hammer. Oh, nein. Oh, war nicht mein Wagen. Aber egal. Also. Können wir hier durchfahren eigentlich oder ist auch nicht Fahrzeug? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Probieren wir's. Der Preis ist heiß. Sieht ganz gut aus bisher. Das sieht sogar sehr gut aus bisher. So ein Raum machen wir noch die Folge, oder? Ja, auf jeden Fall. Einen müssen wir noch. Aber wir haben es echt mal. Alter, wir haben es echt mal kontrolliert hinbekommen. Ja. Oh, boah, ich glaube, ich komme mal gar nicht raus, oder? Na doch, da warte hinten mal. Jetzt schräg nach oben. Oh. Das war die Wand. Die Reparatur kostet man kann ja auch in der Mitte 20 fahren. Euro. In der Mitte könnt ihr hier auch fahren. Das geht gerade noch. Oder da angeschrägt, einmal nach oben raus. Oh, jetzt hier raus, genau. Genau, fertig. Oh. Oh. Yeah! Oh. Elegant! Yeah, nice. Gut, die Reparatur hat sich jetzt nicht mehr gelohnt, jetzt ist auch egal. Okay, wo fahren wir hin? Zum nächsten Laden, ne? Warte, ich markiere mal auf der Karte gerade. Okay. Ihr habt den da unten rechts gemacht, dann habe ich den. Ah, der hier ist noch, der hat auf jeden Fall noch Kohle. Okay, dann flitzen wir da mal hin. Ein bisschen super. Doof, dass man nicht eine Crew-Markierung setzen kann. Vielleicht geht sowas, ich weiß es nur noch nicht. Ja, das stimmt. Ah, das ist ja, ich wollte wieder über die Schienen, wisst ihr? Huch! Oh. Ach, der Tobi hat einen Stern. Alter, was wollt ihr von mir? Geht ist weg. Ist der Sheriff? Okay, Vollgas! Action, Satisfaction, Freunde! Jetzt wird der nächste Laden ausgenommen! Ach, freue ich mich gerade, dass wir es hingekommen haben, endlich mal nach 20 Jahren. Cool, ich bin gerade in die Cinematic-Mode gewechselt. Auch gut. Stylisch, ey. Der Tobi hat auch Spaß gerade da hinten. Cinematic zu fahren ist gar nicht so leicht. Ich beobachte gerade mehr oder weniger das Rad, aber... Oh, im Cinematic zu fahren ist cool. Wirkt das eigentlich komisch? Das wirkt, als hättest du gesoffen. Also eigentlich normal. Boah, Gott sei Dank. Okay, ich fahr mal wieder normal. Hier. Zack, auf zum nächsten Arbeitsort. Wie bescheuert das ist. Nur weil der Wagen geklaut ist, ey, komm. Na Greg, bitte. Na Greg. Tobi, kommst du mit? Ja. Nur weil der Wagen gestohlen ist, verfolgen die mich. Verstehe ich aber auch nicht. Finde ich ein bisschen lächerlich. Vor allem, ich habe ihn ja nicht mal gestohlen. Echt? Du hast einfach nur einen Wagen mitgenommen, der verwaist in der Ecke stand. Die Tür stand offen. Ist das nicht eigentlich auch stehlen, wenn du das mal so genau nimmst? Einen geklauten Wagen zu klauen ist klauen. Ja, eigentlich ja, ne? Obwohl Minus und Minus ja Plus ergibt. Also eigentlich weiß ich's nicht. Yeah. Ich fahr mal hier in die Seitengasse rein. Genau. Okay, Erich. Bist du bereit, Erich? Ich bin bereit. Ich hab übrigens keine Munition, obwohl da ein Ammunition ist. Ich könnte natürlich jetzt auch mal Munition kaufen zunächst. Also, aber ich glaube, das wird überbewertet. Oder? Wenn du keine Munition hast, dann heißt das, ich komme vielleicht lebendig aus dem Raub raus. Okay. So, willst du im Wagen warten? Nö. Nee, park nicht vor der Laterne. Das kriege ich schon hin. Ja, weiß ich nicht. Ich würde genau vor der Tür parken eigentlich immer. Okay, damit wir gar nicht mehr... Oder dann können wir das Fahrzeug als Deckung nutzen. Das ist gar nicht so schlecht im Notfall. Wo ich ja keine Munition habe. Warte, ich komm mit rein, einer muss dir doch in den Kopf schießen. Ja, vor allen Dingen schlägst du mich sonst mit deiner Waffe wahrscheinlich nieder. Nee. So, pass auf, ich mach mal. Los, beeil dich. Ich bin nur dabei, ich hab nichts gemacht und hab einen Stern. Da bin ich nur ein normaler Gast, okay, ich dann. Ich hab 4 Sterne, what the fuck? Oh. Alter! Sarah! du kannst doch nicht immer nicht neben mich stellen. Alter, naja, bleibt mehr Beute für mich, Alter. Wie geil. So. Wieso habe ich 4 Sterne? Ja, dann kannst du ihn umbringen, oder? Hast du recht. Ja, schön. So, die Karre ist weg von Walle. Ich steig bei dir einfach mal mit ein. Okay, ist aber... Auf geht's. Ist gerade ein bisschen schwierig. Ich habe 4 Sterne, wir sind so gut wie tot. Alter, hol mich ab, Alter. Ich habe 4 Sterne. Ich werd gleich abgeholt. Du hast mir auf den Schädel geschlagen. Die Karre lässt sich kaum noch steuern. Ja, Entschuldigung. Du warst genau meinem Knauf. Boah, die Karre ist jetzt schon im Arsch, Alter. Alter, so behindert. Du kannst doch nicht, Alter, du siehst doch, dass ich arbeite. Oh, ich hab mich totgelacht, wie das aussah. Das ist einfach... Bock. Eigentlich auch doof, dass man die eigene Crew einfach so wegballert, so. Alter, ist doch behindert, warum machst du das? Ich hab das ja gar nicht gemacht. Na klar. Oh, Alter, hier sind überall, oh, Alter. SWAT. Das war super lustig. Tobi? Ja? Bist du schon ausgestiegen?
Nee, noch nicht, aber ich überlege gerade. So, du weißt, dass du gleich tot Escalade bist, ne? Hier. Und ich hole jetzt mein Auto zurück, scheiße. Hier escalated auch gerade alles. Boah, Alter. Oh, oh. Oh, hab ich mich totgelacht gerade. Schön. Sowas gefällt mir besonders gut, wenn ich mich so totlachen muss. Okay, mal kurz auf die Karte. Beeil dich, Scheiße, Karte. Der Heli, wir kommen nicht durch die Berge. Wir fahren gerade so falsch. Mein Auto ist voll, Alter. Alter. Was? Du bist tot. Toll, was mache ich jetzt? Dark, du bist Beifahrer. Du hast ein Taxi genommen. Oh. Alter, die haben mich in Bescheid, der Fahrt wenn ihr keine Agro mehr habt, dann... Also ich bin Agro-frei. Mir sein Riesending ins Gesicht, ey. Dann hole ich nämlich mein Auto in der nächsten Episode vielleicht. Oh. Ich hole ja auch gerade mein Auto. Ach, wie geil. Ja, dein eigenes? Nee, mein eigenes ist leider weg. Doch, du kannst bei den Insurance. Nee, das ist leider schon durch die Geschichte. Ich habe die Insurance nicht mal mehr im Handy. Oh. Man kann GTA-Dollars im Xbox Game Store kaufen. Wow, echt? Das ist ja eine Neuigkeit. Wie gut, dass das gerade deaktiviert ist wegen Serverprobleme. Kann man da auch ein gutes Einloggen kaufen, wenn man ein Kumpel spielen will, das nicht 2 Stunden dauert? Premium-Login? Ja, wahrscheinlich. Wir können mal echt Geld machen, ne? Das wäre traurig. Ich fahre einfach fantastisch. Warum hast du Rockstar jetzt nicht auf eine Idee gebracht gerade? Oh mein Gott. Premium Service. Oh mein Gott. Ganz ehrlich, würde ich aber auch noch nehmen. Das muss jetzt echt nicht sein. Wieso hatte ich 4 Sterne beim normalen Überfall? Beim Premium Service hängt es natürlich davon ab, was bringt dieser Premium Service, ne? Und ist es nicht nur Geldbeschneidung, was es eigentlich früher immer kostenlos gab? Dann würde ich mich schon ein bisschen. Bei Battlefield ist es ja zum Beispiel so, dass du als Premium-Member auch leichter auf die Server raufkommst, wenn die voll sind, ne? Ja, das stimmt. Also ich hätte nichts dagegen, wenn es sowas gäbe, so ein Premium-Service, aber ich glaube, den würden halt alle auch wieder nehmen. Ja. Dann wäre auch keinem geholfen. Alter, ich glaube, wir sollten uns für den nächsten Raubüberfall sollten wir uns mal eine Maske kaufen. Ah, das wäre auch eine Idee. Gibt's sowas? Am Strand kann man das machen, ja, so Schweinemasken und sowas. Ja, geil! Lass uns zum Strand fahren! Ist ja das richtige Wetter. Bobby, bist du bei mir im Wagen? Ich bin hinter dir, ja. Ach so, kannst du... Nee, in deinen Wagen steige ich nicht mehr. Was? Okay, ich habe wieder 2 Sterne. Ach, das sind Filmmasken. Ich dachte, das wäre ein Theater. Oh. Bist du drin? Achso, du steigst ja nicht mehr ein. Nee. Ich bin eigentlich ein guter Verstecker, aber bei 4 Sternen bin ich machtlos. Ich will meinen Wagen zurückhaben. Ich hatte auch noch nie 5. Kommt da eigentlich das Militär? Hattet ihr das schon? Ich hatte auch noch nie 5, nee. Wahrscheinlich kommt ein Rockstar-Mitarbeiter und gratuliert dir. Ach du Scheiße, und die Cops sind mir wieder am Arsch am Kleben. Nein. Okay, pass auf. Jetzt muss also ich hab einen Leihwagen. Ein Leihwagen. Hm? Hab ich mir irgendwo geliehen. Gebe ich euch jetzt mal den Polizisten. Schwör's. Mach ich auch, Alter. Die fallen da bestimmt drauf rein. Wo muss ich lang? Es regnet in Strömen. Oh, Alter. Nein. Das heißt, ich immer noch oh, Scheiße. Gewisse. Ich fahr hier irgendwie falsch. Nee, doch. Ich hab voll die Passanten auf dem Gewissen. Und hast jetzt ein schweres Gewissen? Bist jetzt betrübt? Ja. Alter. Zum Glück schliert der Wagen bei Regen nicht. Nein, nein. Boah. Ich finde die Gewitter extrem jetzt wird's geil. Eng. Jetzt wird's echt übel. Ich bin umzingelt von der Polizei. Wow, es gewittert ja. Danke. Er hat mich wieder gerade geschoben. Oh Gott, wo bin ich hier? Boah, Alter. Mach mal gut, Laterne. Mach's mal gut, meine liebe Laterne. Hier steht doch irgendwo mein Auto. Kommt denn das da hin? Alter, was macht der? Alter, danke, Tobi, dass du mir den Arsch hier vor dir hast. Komm ich hier nicht mehr raus? Hilfe. Hier steht mein Auto. Dass man nicht alle Bullen töten kann und dann die Bullen in der Reichweite weg sind, das ist dann immer noch der... Ja gut, das ist eigentlich logisch. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich möchte alle Bullen bei GTA töten, dann habe ich ein freies Spiel. Wäre eigentlich realistisch. Irgendwann, ich meine, irgendwann dürfte es ja keine mehr geben. Okay, da sind wir wieder hier. Perfekter Ort, um die Karre zu verstecken. Ich bin das bei Vespucci. Vespucci. Also hier müssen wir eigentlich safe sein. So. Schön. Habt ihr gerade Aggro oder alles safe bei euch? Ja, sonst würde ich sagen, machen wir ein kleines Folgenpäuschen. Warte. Ja? Du pinkes Schwein. Du braunes Schwein. Silberner Totenkopf. Ich guck mir gerade Masken an hier. Auch geil. Grüne Karnevalsmaske, grüner Affe, die sind alle noch nicht freigeschaltet. Grünes Monster ist auch geil. Kommt mal zum Vespucci-Maskendingens. Hm? Machen wir dann. Achso, willst du in der nächsten Folge dann machen? Ja, wir hoffentlich. Ja, ich bin schon da. Ich warte dann einfach auf euch. Ne? Okay, achso, machen wir dann, wir, also du. Ja, okay, sehen wir uns in der nächsten Folge und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.